Willkommen bei Woodfire. Ich bin der Tom und heute zeige ich euch, wie wir diesen wunderschönen Holzbackofen mit einem Häusler-Bausatz gebaut haben in nur einem Tag, wie man das in so kurzer Zeit schafft, worauf man alles achten muss und was für Probleme wir auch gehabt haben, erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß! Für den Aufbau brauchen wir natürlich gut was an Material. Als erstes fängt es an mit dem Holzbackofenbausatz vom Häusler, der so super schön auf Palette geliefert wird, schön eingepackt. Dazu obendrauf das Raucherset, um den schön anschließen zu können. Unten dann unser Fundament. Das machen wir jetzt in dem Fall auf eine Eisenpalette, weil wir den im Lager und in unserer Ausstellung halt rumfahren wollen, damit er mobil bleibt. Ist das eine schöne Variante. Ansonsten nimmt man einfach schöne Betonplatte, Streifenfundamente oder ähnliches und kann da oben drauf bauen. Da hier drüben haben wir jetzt Material für unseren Sockel. Einerseits die Ütungssteine mit L5, um die hochzumauern. Als Abdeckung darauf kommen dann halt Ziegelhurtisplatten. Die bringen schon eine gewisse Dämmwirkung auch mit. Als Außenverkleidung um den Bausatz rum kommen dann hier diese 7,5er Ütungssteine und obendrauf die Abdeckung, nochmal Ziegelhurtisplatten, ein bisschen dünnere und natürlich der Kleber, den wir dafür brauchen, um das Ganze zusammenzukleben. Das Dach liegt noch draußen, das ist eine riesen Natursteinplatte, die kommt dann später. Aber das Wichtigste bei so einem Aufbau, alleine macht das keinen Spaß und ist ja ziemlich anstrengend, deswegen das Wichtigste dazu ein Helfer, die Dani. Und damit kann es dann losgehen. Das Raucherset legen wir uns erstmal auf die Seite. Das brauchen wir erst ganz zum Schluss. Das packen wir ganz da drüben hin. Und dann öffnen wir die Zauberschachtel mal. Da haben wir als erstes. Hier sieht man es, den Isolierungssatz. Die ganze Dämmung für außen. Den gusseisernen massiven Raucherstutzen, der hinten heraus dann das Ofenrohr anschließt und den Feuerraum mit dem Rohr verbindet. Eine Zubehörbox. Dann schauen wir rein, was da alles dabei ist. Aufbauanleitung, Betriebsanleitung, Ofenlack, wenn wir was ausbessern müssen, Thermometer, Anzünder sind auch dabei, mega. Aber was ist das? Das ist das Rohr für das Thermometer. Ah. Das wird dann eingesetzt und klar, da kommst du dann durch. Ansonsten haben wir noch dabei den Schürhaken, dass wir dann halt später die Ascheklappe aufmachen können. Ein Winkel, irgendwo wieder verbaut, ich weiß nicht mehr genau wo, das sehen wir dann raus. In der Aufbau, beim Aufbau raus. Unser Typenschild mit dem Ü-Zeichen. Und der Messingknopf, damit wir den Abgasschieber bedienen können. Ja, deswegen muss man zu zweit sein. Ich kann dir nicht helfen. Die massive Tür. Eben auch komplett gusseisern. Der ganze Türholz dabei, der Aschefall dabei. Das Ding steht stabil dann halt. Das ist nochmal die Isolierung für den Türrahmen, die außen rum kommt. So ein bisschen Kleingerusch. Das war knapp. Zwei Teile, der Aschekasten, der Einschub für den Aschekasten mit eben dem Aschefall, der hier durchgeht. So, das ist jetzt eine Besonderheit, die der Häusl hat. Das ist das Hitzeschild. Das kommt praktisch im Feuerraum hinten mit dazu hin, sodass die Abgase erst runterziehen müssen, bevor sie hinten rauskommen. Das macht eben den Häusl aus, dadurch ist die Effizienz eben sehr groß von dem. Ein Säckchen Feuerzement, der Schamottemörtel. Das dürfte vermutlich unser Quarzsand sein, zum Auffüllen unten, als Dämmung und Speicherschicht. Viele haben wir jetzt schon heraus und derzeit haben wir die ganzen Schamottsteine und Ziegelsteine noch. Wir schauen mal, könnt ihr mal reinschauen in die Kiste, was da alles drin liegt. Die verschiedenen Seitensteine, die Anschlussstücksteine und eben die Ziegel für den Boden unten drin. Dann packen wir jetzt die Sachen heraus und stellen sie uns mal trocken zusammen. Weil wir hier diese Verzahnung haben, aber die hat auch den großen Vorteil, dass sie dann gar nicht mehr vermörtelt werden müssen, sondern dass die trocken zusammengestellt werden im Ofen. Wie ihr seht, haben wir jetzt alles ausgepackt.
Daniel und ich hatten etwas Arbeit, aber jetzt stellen wir es uns dann noch passend zusammen, dass wir nachher beim Aufbauen das Ganze einfach noch schnell erledigen können. Der Bausatz ist ausgepackt. Wir haben alle Teile kontrolliert, dass alles dabei ist, dass alles vollständig ist. Haben hinten, was wir vorhin noch nicht gesehen gehabt haben, noch die Dämmung, die richtig schön komplett fertig vorgeschnitten ist. Haben auch keine Arbeit mehr damit. Damit ist das Unboxing beendet und wir können jetzt dann rübergehen und unseren Sockel aufbauen. Dann zeichnen wir uns jetzt den Sockel als erstes an, dass wir den jetzt gleich setzen können. Dani, du sagst bitte das Maß, das wir jetzt gleich brauchen. Ich suche jetzt erstmal die Mitte. So, da haben wir 110. Also brauchen wir unseren Mittenstrich bei 55. Sockel ist angezeichnet. Jetzt haben wir unser Mauerabsperrband, damit wir eben gegen die aufsteigende Feuchte geschützt sind, damit uns dann später der Putz nicht abfällt. Das legen wir jetzt da drauf, Dani, nach unserem Plan, und dann können wir mit Mauern anfangen. Jetzt mal festhalten. So, wie machen wir weiter jetzt? Jetzt halt rühren wir unseren Kleber für die Irrtungssteine an, dass wir jetzt anfangen können, den Sockel hochzumauern. Überstehe ein bisschen, hast du gesagt. Ein bisschen überstehen lassen, ja, so einen halben Zentimeter, Zentimeter. Ütung hat den großen Vorteil, dass man den schön mit Holzwerkzeugen oder eben mit solchen Pornbetonsägen schneiden kann. Wir machen da jetzt bloß diese Feder noch weg, dass wir den hinten schön einbrennen können. Ihr seht also, wie einfach das ist, so einen Übungsstein zu schneiden. Also der erste Teil vom Sockel haben wir geschafft. Genau, der ist super geworden. Wir haben hier unten die Öffnung von der Tür mit übernommen, dass das schön harmonisch wirkt. Den Aschekasten oder das Gehäuse vom Aschekasten haben wir schon eingesetzt, dass wir den dann später reinschieben können. Und damit ist der untere Teil vom Sockel fertig. Jetzt kommt oben, machen wir den zu, dass wir dann später den Backofenbausatz oben drauf bauen können. Mit was decken wir jetzt das ab da? Das sind Ziegelholzplatten. Das sind eben Hohlkammerplatten aus ganz normalem Ton, Ziegel gebrannt, die eben verschiedene Eigenschaften haben. Eine Geschichte ist eben, durch diese hohlen Kammern haben sie eine super Dämmwirkung und dadurch hält der Ofen dann einfach die Wärme auch länger. Okay, und stabil ist es aber auch? Die halten super viel aus. Die, wenn wir jetzt da hier drauflegen, können wir den Ofen locker draufbauen, können ein Dach mit oben draufsetzen. Das hält das alles wunderbar aus, da muss man sich gar keine Sorgen machen. Die Alternative wäre natürlich jetzt eine Betonplatte zu gießen, mit einer Schalung außenrum, mit Armierung innen drin, das Ganze dann mal stehen lassen, dass es gescheit hält und fest wird. Und so sind wir jetzt in ein paar Minuten fertig mit unserer Abdeckung und können dann den Ofen oben draufbauen. Bis auf den letzten Stein haben wir die Ziegel heute jetzt die Abdeckung drauf gemacht. Ein Tipp noch zum Befestigen von der Tür, nehme ich hier gerne immer noch so Winkel, die wir am Boden festschrauben, weil damit die Tür noch viel mehr Stabilität bekommt. Und jetzt können wir die letzte Holzplatte auch vorne mit draufkleben. Und drauf damit. Wieder festtreiben. Sockel ist fertig. Jetzt machen wir die Außenwände. Dann nehmen wir wieder den Ütung her. Da reicht uns jetzt 7,5er von der Stärke her. Alternativ kann man natürlich genauso Klinker oder irgendwelche anderen Ausführungsverkleidungen hernehmen dafür. Die erste Reihe ist gemauert. Wir haben hier unsere 7,5er Ütungssteine.
Die können wir hier immer noch hernehmen. Die sind dauertemperaturbeständig bis zu 150 Grad. Da kommt innen die Dämmung rein und dann kommt der Feuerraum. Da ist es kein Thema. Aber hinten haben wir eben die Schwierigkeit, da haben wir unser Ofenrohr, das rausgeht. Da kriegen wir richtig hohe Temperaturen zusammen. Da brennen wir deswegen Ziegel her. Dani, bringt mir das mal. Dankeschön. Das kommt jetzt dann hinten hier reingesetzt. Das machen wir mit einem feuerfesten Mörtel fest. Das kommt oben drauf. Und dann haben wir auch wieder unsere nötigen Abstände, dass das alles wunderbar funktioniert. Wir machen uns das jetzt hinten fest. Danach kommt hinten die Dämmung rein. Und dann fangen wir jetzt aber unten mit dem Boden an und mit den Seitenteilen, weil wir die Dämmung eben danach reinstecken, um uns ein bisschen den Rücken zu schonen und ein bisschen angenehmer arbeiten zu können. Da haben wir jetzt unsere schöne Backofentür aus Gusseisen, damit wir die jetzt dann halt schön einpassen können in unseren Sockel. Und damit wir sie jetzt auch leichter bearbeiten können, damit die Vorderseite ein bisschen geschützt wird, machen wir jetzt das Türblatt erstmal runter. Dazu muss vorne jemand genau entspannen, ein bisschen hochheben und jetzt vorsichtig auf die Bänder. Weißt schon. So, dann mal raus. Können die jetzt auch erstmal auf die Seite legen. Die Dämmung hinten ist jetzt dran. Wir haben hier die ganzen Ziegelsteine als Basis für unseren Boden reingelegt. Das muss ja alles dicht werden, damit eben nichts nach unten rieseln kann oder der Sand dann seitlich rausrieseln kann, weil sonst verliert man diese ganze Wirkung am Boden. Die Tür haben wir eingepasst. Wir haben hier auch vorne unter der Tür die Steine noch eingepasst gehabt. Jetzt machen wir hier vorne noch einen Abschluss. Hier mit den Steinen schon fertig zugeschnitten, dass wir den hier reinschieben können. Aber was jetzt wichtig ist, den dürfen wir nicht einfach so reinmauern. Wir brauchen um die Tür noch diesen Dämmstreifen hier, damit sich die Tür ausdehnen kann, wenn die heiß wird und uns damit aber nicht die Außenhülle kaputt macht. Weil die Außenhülle bleibt ja kalt und die dehnt sich nicht aus, aber die Tür dehnt sich aus, also kommt der Dämmstreifen rein und dann kleben wir jetzt hier die Außenhülle noch dazu rein. Nächster Schritt ist jetzt die Füllung von dem Boden mit dem Quarzsand, mit dem mitgelieferten. Und jetzt so gleichmäßig auffüllen bis auf die Oberkante von den Ziegelsteinen und dann ziehen wir es mit der Holzlatte einfach ab. In die Ziegel außen dürfen wir auch was rein. Für die optimale Höhe haben wir es jetzt dazu abgezogen oder so geschaut, dass wir die Backofenplatten sauber bündig mit der Türe vorne werden. Mit. Legen wir die jetzt einfach mal zur Probe rein, dass man das sieht, wie das dann nachher aussieht. Und so kann man jetzt hier wunderschön Pizza und Brot einschießen und wieder rausholen. Jetzt geht's los mit dem Feuerraum. Dazu mischen wir uns als erstes den Mörtel an. Das ist eine schöne Mischung. Wir haben einen Schamottemörtel und einen Feuerzement da. Den machen wir 50-50. Jetzt haben wir die Mörtel angerührt. Konsistenz haben wir geprüft, passt wunderbar zum Verarbeiten. Jetzt empfehle ich auf jeden Fall Handschuhe anzuziehen. Wir haben hier einen Zementmörtel. Von der Zeit her haben wir ungefähr jetzt eine halbe Stunde, den zu verarbeiten. Dann legen wir los. Jetzt kommen wir uns in den Backraum. Jetzt kommen die Schamottsteine rein. Zuerst für die Rückseite, dann für die Vorderseite. Dann machen wir die Seiten und kümmern uns dann um die Backfläche. Wir machen jetzt zwischendrin noch das Rohr für das Thermometer rein und schneiden uns da die Dämmung passend aus, dass wir das dann später wieder durchfädeln können. Dann passt unsere Dämmung da oder das Rohr fürs Thermometer später hier optimal durch die Dämmung durch. Bei dem Reinstellen von den Steinen schauen wir jetzt darauf, dass wir so ca. 5 cm haben, dass wir die Dämmung eben später noch reinstellen können. Die genaue Ausrichtung passiert dann, wenn die Backofenplatten wieder reinkommen. Jetzt schauen wir noch das Rohr fürs Thermometer rein. Haben uns ein bisschen leichter getan, wenn wir das eben später erst einsetzen. Aber man kommt hier wunderbar durch. Das Rohr fürs Thermometer ist jetzt drin. Jetzt mörteln wir uns die Tür ein. Dafür
bringen wir den Mörtel auf der Tür oben drauf an. Wichtig ist, hier den Mörtel auch um das Rohr schön rumzudrücken, dass das alles dicht wird. Danach kommen die Steine dran. Die ziehen wir noch einmal kurz mit dem Wasser ab, damit die Haftung mit dem Mörtel einfach noch ein bisschen verbessert ist. Jetzt kommen wir zu den Backofenplatten. Die haben zwei Seiten, eine Unterseite, eine Oberseite. Die Oberseite ist ein bisschen glatter und schöner. Da machen wir jetzt über eine Faser ran. Da nehmen wir einfach so einen Schleifstein, alternativ Schmirgelpapier, eine Feile oder mit der Flex. Und gehen alle einmal außen rum, damit es im Backraum keine grobe Kante drin ist und man mit dem Werkzeug schön drin arbeiten kann. Was passieren kann manchmal, dass man hier so eine Abplatzung hat an der Ecke, ist aber kein Thema. Die legt man einfach im Backraum an die Seite hin, dann stört das nicht. Ist auch so keinerlei Beeinträchtigung für den Stein. Die hinteren Platten liegen jetzt drin. Jetzt geht es noch um das Detail vorne. Da müssen wir die vordere Platte noch zuschneiden. Deswegen legen wir die jetzt rein, zeichnen uns die Kante vorne an und können sie dann nachher zuschneiden an der Maschine. Bodenplatten haben wir jetzt angezeichnet. Die können wir jetzt schneiden, einfach mit dem Winkelschleifer, mit der Flex, mit Diamantblatt, so wie man es für Beton oder für Pflastersteine auch einfach hernimmt. Die Backofenplatten haben wir uns jetzt ausgemittelt. Jetzt machen wir noch einmal die Fugen außenrum, indem wir ein bisschen flüssigere Mörtel reinschmieren, damit die Platten satt sitzen. Die Fugen in der Mitte, die lassen wir weg, weil die würden uns zum Schluss sowieso rausbröseln. Was wir jetzt gerade festgestellt haben, jetzt haben wir eigentlich innen drin alles schön ausgeschmiert, dass wir den Stein falsch umgesetzt haben. Wie man hier sieht, hinten haben wir die hohe nach hinten. Hier haben wir das hohe aber nach vorne gesetzt. Aber hier kommt die Bodenplatte drauf, die Deckenplatte drauf. Und das funktioniert jetzt nicht mehr. Sind wir gezwungen, diesen Stein jetzt rauszuziehen und umzudrehen, damit wir das Ganze korrigieren können. Wie seht ihr, den Stein haben wir korrigiert. Jetzt passt die Deckenplatte auch richtig drauf und den Fehler am besten vermeiden. Dann spart so die paar Minuten Arbeit zum Umbauen. Jetzt kommt die Decke drauf. Dafür haben wir ein paar Sachen zur Vorbereitung. Einerseits decken wir uns die Bodenplatten ab, damit wir da diese wieder vollschmieren, die wir gerade sauber gemacht haben. Dann hat sie jetzt auch die Erklärung für dieses Teil gegeben. Das ist der Abstandshalter für die große Platte. Das kommt vorne rein, wird an den vorderen Stein angeschlagen. Dann ergibt es hinten genau das Maß, was die große Platte hat. Und das ist eben die Besonderheit von unserem Häusler, das Sitzeblech. Das schieben wir jetzt dann hier hinten rein. Das hat einen definierten Abstand zu den Schamottsteinen hinten, 6,5 cm. Deckenplatten haben wir draufgesetzt. Und jetzt füllen wir hier diese ganzen Ecken außenrum, den ganzen Bereich zwischen der Schamotte und der Dämmung noch mit unserer restlichen Mörtelmischung auf Oberkante von den Deckenplatten. Und jetzt haben wir noch innen drin den Backraum sauber machen. Da haben wir extra den Karton reingelegt gehabt. Jetzt ziehen wir das noch alles sauber ab, den überschüssigen Mörtel, und dann machen wir dass wir die Kanten sauber machen. Und dann können wir mit der Außenverkleidung den Rest hochziehen. Unsere Verkleidung haben wir jetzt hochgemauert, bis etwas oben drüber, damit wir jetzt eben unser Rauchergestänge einbringen können. Das haben wir jetzt uns einfach schon mal so zusammengeschraubt. Von der Länge her und von den Hülsen einfach mal schauen, dass das passt. Ein bisschen rumprobieren, dann kriegt man das hin. In der Anleitung sind auch ein paar Punkte drin, die sie näher erklären. Hier hinten haben wir jetzt unser Ofenrohrabgang mit der integrierten Klappe. Die ist eben dafür da, um die Rauchgase zu steuern, dass sie eben durchziehen können, wenn ich den Abbrand habe, und dass ich dann abschließen kann, wenn ich den Backvorgang mache. Und die Klappe müssen wir jetzt halt nach vorne verbinden mit unserem Gestänge. Wenn ihr euch dann das alles ausgerichtet habt, hier ein bisschen eingepasst habt, hier hinten eben mit der Rauchgasklappe verbinden und danach alle Teile entsprechend einmauern. Hier nicht zu fest anziehen, das soll sich eben noch locker bewegen können. Gestänge ist eingemauert,
Wir haben es abgedeckt, Funktion haben wir nochmal getestet und richtig eingestellt. Jetzt haben wir die Dämmung oben drauf und danach können wir abdecken. Unsere Abdeckung haben wir jetzt auch drauf. Als erstes haben wir die Ziegelhuttis wieder drauf gesetzt. Die sind jetzt hier ein bisschen dünner, das reicht von Tragfähigkeit wunderbar. Die haben nur 4 cm. Haben auch gleich unsere Fliesen mit oben drauf gemacht. Da haben wir jetzt dann ein schönes Ablageflach, um zum Beispiel Pizzaschiebe und Ähnliches einfach mal oben drauf zu legen und es direkt nah beieinander zu haben. Und als letztes kommt jetzt noch hinten der Anschluss für das Rauchrohr, damit es stabilisiert ist, mit dran. Und unsere Naturstellplatte oben drauf. Unser Rauchrohr hinten müssen wir noch befestigen. Wir haben einerseits dieses Ofenrohr, das herauskommt aus dem Ofen, das gusseiserne Stück. Damit haben wir schon eine Stabilität. Und dann brauchen wir weiter oben nochmal einen Anschluss nach dem T-Stück, wo das Rohr dann selber befestigt wird. Wir haben hier dabei beim Rauchrohrset einerseits so ein Dreieckstück. Eigentlich ist hier diese Ecke noch oben dran. Die habe ich abgesägt. Normalerweise wird sie hinten rankommen. Man schraubt das hier mit der Gewindestange fest und kann das Rauchrohr festmachen. Nachdem wir hier so einen dicken Jutungstein haben, können wir es uns einfach machen. Wir nehmen dieses Stück, setzen es einfach von innen dran, stecken die Gewindestange durch, ziehen es damit fest und haben damit kleine Superstabilität in dem ganzen System drin. Unsere Naturstemplatte haben wir oben drauf gesetzt, schöner Juramarmor, 3 cm stark. Die Eckschutzleisten zum Verputzen haben wir überall angebracht. Als nächstes wird jetzt noch verputzt. Wenn der Putz dann durchgetrocknet ist, können wir den Backofen noch streichen und dann sind wir fertig mit unserem Projekt. Ofen ist jetzt fertig verputzt. Wir haben ihn auch gestrichen. Der ist komplett durchgetrocknet. Der ist jetzt fertig, um trocken geheizt zu werden. Das ist unser Aufbauvorschlag, eine moderne Variante, die wir schnell aufgebaut haben mit Jutungssteinen, mit einem kleinen zurückgesetzten Sockel unten, mit einer Natursteinplatte oben drauf. Eine sehr schöne Möglichkeit, den Häusler aufzubauen. Diese Bausätze sowie auch die fertigen Öfen von Häusler sind da draußen tausendfach im Einsatz. Die Leute sind sehr zufrieden mit diesen direkt befeuerten Holzbacköfen. Wir sind einer von wenigen Fachhändlern in ganz Deutschland. Wir können euch jegliches Zubehör und jegliche Bauteile rund um Häusler liefern. Wenn ihr was braucht, meldet euch. Ich kann auch gern zu allem beraten. Unser großer Vorteil ist natürlich noch, dass wir einen sehr günstigen Speditionsversand haben. Deswegen kommen diese Öfen auch günstig zu euch nach Hause. Ansonsten wünschen wir euch viel Spaß, wenn ihr den Bausatz selber aufbaut. Und ich freue mich, von euch zu hören.